Hallöchen und willkommen zurück hier auf meinem Kanal, lieber Wassermann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Wochenbotschaft. Und da poltert hier schon direkt die erste Energie raus. Wir schauen wieder auf deine kommenden 7 Tage, Montag bis einschließlich Sonntag. Was ist wichtig? Was musst du wissen? Was darfst du gehen und ziehen lassen? Ich bin neugierig, ich hoffe, du auch. Bevor ich hier starte, möchte ich dir natürlich zeigen, mit welchem Deck ich hier heute arbeite, zumindest hauptsächlich arbeite. Es ist dieses wunderschöne Tarot, das Mystic Palette Tarot von Ciro Marchetti. Das nutze ich heute, um deine Hauptenergien zu lesen und werde ergänzend natürlich auch noch das Lenormand und das ein oder andere Orakeldeck befragen. Also, du startest in diese Woche laut der letzten Wochenbotschaft in der Energie vom Hierophanten. Das heißt, ich kriege hier so eine Gelehrten, so eine weise Energie rein, ne? Dass du irgendwie in einer Form dazugelernt hast, dass du den Eindruck hast, du bist nun auf einem neuen Level angekommen. Für viele von euch könnte es tatsächlich auch eine, ja, ich sag mal, relativ taffe Energie bedeuten, dass die letzte Woche relativ intensiv war, ne, weil so eine Lernaufgabe zu vollziehen und das Ganze auch noch erfolgreich, bis man dann wirklich vor dem Lehrmeister sitzt, ne, wie wenn wir uns das mal so vorstellen, wir haben Fahrprüfung gemacht, ne? Dann gab es zuerst die theoretische Prüfung, ganz viele Fahrprüfungen vorher, ein paar auch noch hinterher und dann ging es zur praktischen Prüfung. Aber dann diese Situation, wenn wir dann vor der praktischen Prüfung stehen und da wirklich vorzeigen und vorfahren müssen, dass wir das, was wir da jetzt mit dem Führerschein bestätigt haben wollen, auch wirklich können, ne? Unsere Fahrtüchtigkeit, das hat ja doch nochmal das ein oder andere, ja, den ein oder anderen Bauchkrampf oder auch schwitzige Hände verursacht, ne, bis man dann endlich den Führerschein in der Hand hatte und losfahren durfte, ganz alleine und eigenständig. Bei einigen gab es ja auch das betreute Fahren. Aber je nachdem, man war in irgendeiner Form auch noch ein Stück weit unabhängiger. Und so eine Energie kriege ich rein. Du hast jetzt hier so eine große Aufgabe hinter dich gebracht, irgendwas ganz Großes, dass du so dieses Gelehrtenwissen hast, um auf die nächste spirituelle Stufe aufzusteigen. Okay? Wir gehen mal rein. Die erste Karte ist gefallen. Montag ist es direkt der Turm. Ja, Hallöchen. Dienstag die Königin der Kelche. Mittwoch der Ritter der Schwerter. Donnerstag die Kraft. Am Freitag die 7 der Stäbe. Samstag der König der Kelche und am Sonntag den Page der Stäbe. Unterm Deck zeigt sich die Königin der Schwerter. Das ist die sogenannte Spoiler-Energie für die dann folgende Woche. Lege ich so ein bisschen abseits. In der Königin der Schwerter bist du natürlich zu Hause. Das ist die Energie des Luftes, die Energie der Schwerter. Ne, kommt mit unseren Gedanken, mit der Art und Weise, wie wir uns ausdrücken, uns präsentieren. Da könnte es sein, dass du hier eine Wahrheit aussprichst. Etwas, was lange fällig ist, was du möglicherweise lange mit dir trägst und nun nach außen kommunizieren und präsentieren darfst. Ich kriege dich da zum Anfang der Woche sehr ehrlich, sehr, sehr wahrheitsbestrebend rein. Gucken wir danach drauf. Jetzt bleiben wir erstmal in dieser Woche. Die 9 der Münzen sind hier als Hauptenergie gefallen für dich, lieber Wassermann. Die 9 der Münzen ist ja immer so ein bisschen die gewinnbringende Energie, die Energie, wo man sagt, okay, da zahlt sich etwas aus, deine Arbeit zahlt sich aus, du bist hier also auf der Ernteseite, du erntest, was du gesät hast, sehr schön. Ich gucke jetzt gleich mal mit dem Lenormand rein, wie sich das für dich zeigt. Ne, Münzen betreffen oft unsere Finanzen, unsere Werte, unsere berufliche, also irgendwo, wo wir, sag ich mal, viel Arbeit reingesteckt haben, ne, wo wir wirklich einen Ehrgeiz an den Tag gelegt haben, der uns dann auch voranbringt. So, ich habe das Lenormand schon in der Hand. Es sind wieder Angelinas 40 mystische Beginner-Lenormand-Karten vom Angelina Schulze Verlag, die ich hier habe, die das Ganze hier klären sollen. Und zu den 9 der Münzen hätte ich gerne direkt die erste Karte. Vielen Dank. Da ist das Kind gefallen. Du hast Vertrauen geschenkt. Du hast Vertrauen geschenkt und das wird nun belohnt mit den 9 der Münzen. Es kann zum Beispiel sein, dass du Vertrauen geschenkt hast, dadurch, dass du dich selbstständig gemacht hast. Du hast Vertrauen geschenkt und in eine Sache investiert. Und dieses Vertrauen zahlt sich aus mit den 9 der Münzen. Sehr schön. Brauche ich tatsächlich auch keine weitere Info aus dem Lenormand. Manchmal decke ich ja noch die eine oder andere Karte auf, finde ich hier aber relativ selbsterklärend. Okay,
Ja, dann fragen wir doch mal das Orakel der Rose. Das ist hier von der Rebecca Campbell und Katie Louise. Das benutze ich jetzt mal, um mal so ein bisschen die verborgenen, ja, die verborgenen Informationen deines Unterbewusstseins zu erfragen. Das verborgene Wissen. Da geht es darum zu gucken, was beschäftigt dich hier universell? Was ist so deine, ja, man könnte auch sagen, deine Lernaufgabe in den kommenden 7 Tagen? Und da ist ein Kärtchen gefallen, die wilde Rose. Mach es auf deine Weise, umarme deine Einzigartigkeit ungezähmt. Also es geht hier wirklich um dein Auftritt, der Auftritt deiner wirklichen Essenz, deiner wirklichen Persönlichkeit. Zeige dich so, wie du bist. Ja, umarme deine Einzigartigkeit, ne? Genauer muss man es eigentlich ja nicht definieren. Also sei du selbst, sei dir selber treu, denn dafür wirst du mit den 9 der Münzen ganz klar auch belohnt. Also du hast hier... du hast hier einen sehr eigenwilligen Weg gewählt, der möglicherweise auch bei dem einen oder anderen auf Kritik im Außen gestoßen ist, hast es aber durchgezogen, ne? Und hier sagen jetzt die Rosen, ne, die sagen zu dir, hallo, du hast alles richtig gemacht, umarme bitte deine Einzigartigkeit, umarme dich selbst und die Art und Weise, wie du hier vorangekommen bist im Weltlichen. Sehr schön. Okay, also das scheint ja eine ganz vernünftige Woche zu werden, lieber Wassermann, würde ich mal ganz spontan behaupten. Was sagen denn die Einhörner? Die Einhörner von der Diana Cooper, die Magie der Einhörner, das Orakel. Da würde ich jetzt gerne mal haben ein, ja, ich sag jetzt mal so ein unterstützendes Einhorn. Ein Einhorn, was dich hier begleitet durch die Woche, welches dich unterstützt, könnte auch in Form einer Person auftreten. Da schauen wir dann nochmal genau rein. Da ist jetzt das Einhorn mit der Nummer 14 gefallen. Nimm deine Macht für dich in Anspruch. Sei leidenschaftlich bezüglich deiner Vision. Das ist schon wieder irgendwie die gleiche Richtung hier. Bring positive Veränderung hervor. Ne? Also Selbstermächtigung. Trete für dich ein. Sei selbstsicher. Das ist hier, ich erinnere nochmal an den Hierophanten, mit dem du ja energetisch diese Woche startest. Ne? Du hast hier eine Aufgabe vollzogen. Diese Lernaufgabe war intensiv, aber sie war wichtig. Und mit der Nummer 14 haben wir ja den Hinweis auf die Mäßigkeit und somit auf das Sternzeichen Schütze. Also möglicherweise ermutigt dich ein Schütze, ob nun in der Sonne, Mond, Aszendenten oder der Venus. Schau einfach mal, um hier weiter an dich zu glauben, um dein Vorhaben voranzutreiben. Richtig schön. Ganz, ganz tolle Energien, muss ich wirklich mal sagen. Ja, also nimm die Macht für dich selbst in Anspruch. Ne? Komm für dich, hab Vertrauen in das, was du kannst. Hab Vertrauen in dein Können, in deine Taten. Sehr schön. Jetzt gibt es noch einen Schutzengel. Die Kärtchen, die habe ich ewig nicht benutzt. Die hatte ich ganz zu Anfang meiner YouTube-Zeit. Das sind die Schutzengelkarten. Ein Engel für jeden Tag. Und diese Kärtchen, ja, beinhalten Schutzengel für entsprechende Bereiche beziehungsweise mit wichtigen Lektionen. Und ich möchte mal wissen, welcher Schutzengel dir denn Gesellschaft leisten darf in den kommenden Tagen. Und es sind 3 Stück gefallen. Aus diesen 3 Stück möchte ich aber eine Karte ziehen, weil 3 Schutzengel, weiß ich nicht, wir wollen ja alle irgendwie einen haben, ne? Und wenn ich auf euch 3 Schutzengel loslasse, dann hat vielleicht... keine Ahnung, der Stier ein zu wenig oder so. Deswegen, gleiche Aufteilung. Wir gucken mal, welches Kärtchen sich zeigt. Welches Kärtchen ist es? Das ist es. Okay. Der Schutzengel der Träume. An dich und deine Träume zu glauben, bedeutet, eine erfüllte Zukunft zu schaffen. Wonach sehnt sich dein Herz und deine Seele? Beginne jetzt damit, deine Träume bewusst zu leben. Schenke deinem Engel das Vertrauen, dass er an deiner Seite ist und dich bei der Erfüllung deiner Wünsche unterstützt. Vertraue deinem Herzen und deinen Träumen, so können sie in Erfüllung gehen, auf welche Art und Weise auch immer das geschehen wird. Wow, ich sag ja, ne, Visionsgestaltung, ne, sei leidenschaftlich bezüglich deiner Vision. Du kriegst ja auch die Motivation im Außen. Ich kriege hier auch jede Menge Zuspruch rein, die du erfährst. Ne, Zuspruch für diesen Mut, den du ja ganz offensichtlich in der Vergangenheit schon bewiesen hast und der sich nun mit den 9 der Münzen diese Woche auch auszahlen darf. Stark. Okay, dann gehen wir mal rein. Jetzt am Montag haben wir den Turm. Der Turm steht für den großen Zusammenbruch, für das große Zerwürfnis.
etwas, was kaputt gehen darf, etwas, eine Fassade, die bröckelt. Und da ist der Brief und die Schlange gefallen. Die Schlange nehme ich allerdings gleich wieder mit rein zum Mischen. Das ist näher so eine Zusatzenergie. Der Brief ist hier das Hauptsächliche. Es kommt eine Nachricht auf dich zu, eine Nachricht, die dich wirklich von den Socken hauen könnte. Und die hier etwas transformieren lässt. Und das könnte sich erstmal ein bisschen ungemütlich anfühlen, weil der Turm ist eine sehr ruckartige Energie. Aber nach dem Turm, denk dran, kommt mit der Nummer 17 auch der Stern. Und der Stern sorgt wieder für mehr Ruhe und für den Fokus auf dein wahres Ziel. Das heißt, es muss jetzt hier einmal ruckeln. Das hat schon immer, ich meine sogar meine Mutter gesagt, es ruckelt immer einmal, ne, wenn das Leben den neuen Gang einnimmt. Das ist wie so eine Gangschaltung im Auto. Ich bin schon wieder bei Autos. Und wenn ich da den nächsten Gang einschalte, dann kann das ja auch mal ruckeln. Ne, gerade wenn man vielleicht auch noch Fahranfänger ist. So, ne, und so muss man sich das vorstellen. Es ruckelt vielleicht einmal, aber es dient eben dazu, dass das Ganze wieder hier mehr Geschwindigkeit reinbekommt. Als Hintergrundinfo ist noch die Schlange gefallen. Die Schlange ist ja auch oft die andere Frau, ein Umweg, eine Komplikation, was auch immer, ein toxischer, giftiger Einfluss, also irgendwie eine Person oder auch eine Energie, die hier so ein bisschen mitruckelt. Und es könnte tatsächlich sein, dass diese Nachricht von einer Person initiiert wurde, dass jemand möchte, dass du etwas Bestimmtes weißt, damit hier etwas einstürzen kann, damit hier auch etwas einstürzen muss. Das kriege ich hier wirklich gerade so rein. Ja, weil das ist hier wirklich so eine Energie von, das knallt und diese Nachricht, die auf dich zukommt, die hat auch da ihre Ursache für, aber es hat auch einen Grund und dieser Grund ist hier im Hinblick auf deine Vision, auf die Gestaltung deiner persönlichen Träume. Dann haben wir am Dienstag die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche steht für viel Gefühl, viel Emotionen. Und bei der Königin der Kelche geht es darum, etwas zu ordnen, deine Gefühle zu ordnen, aber auch Gefühle wahrhaftig zu erleben. Ne? Manchmal muss man Gefühle auch erleben, um sie entweder gehen oder noch intensivieren zu können. Dazu ist die Sonne gefallen. Das steht also für positive Gefühle. Ne? Du kriegst hier einen Energieschub am Dienstag, eine Zuversicht. In einer bestimmten Art können deine Gefühle hier auf ein oberstes Level kommen. Also du hast hier eigentlich einen sehr, sehr guten Tag vor dir, weil die Sonne steht wirklich für Energie, für Kraft, für Power, für alles, was wir auch mit der Sonne im Wahrhaftigen irgendwie assoziieren. Ne? Es geht uns ja auch tendenziell besser, wenn die Sonne draußen scheint. Ist ja einfach so. Dann haben wir am Mittwoch den Ritter der Schwerter. Das ist dein eigener Ritter und hier könnte es sein, dass eine Idee am Wachsen ist in deinem Kopf und nun gilt es darum, diese auch umzusetzen. Bei anderen bekomme ich aber auch rein, dass du dich in Flexibilität üben darfst Mitte der Woche. Da haben wir dazu den Ring und die Störche. Der Ring, ne, da geht es um einen Vertrag, das heißt, du darfst flexibel oder auch dich anpassen in einem Vertrag. Die Störche haben ja immer auch mit Veränderung zu tun. Das kann ein Umzug sein, eine Veränderung jeglicher Art. Das kann auch eine berufliche Veränderung sein. Also irgendwas, was hier angepasst werden kann. Und sei flexibel. Das ist die Botschaft. Aber es geht eben auch darum, dich nicht zu sehr in Ideen und Visionen zu verlieren. Weil der König der Schwerter uns manchmal auch verleitet, so ein bisschen den wahren Fokus nicht mehr zu behalten. Dann haben wir am Donnerstag die Kraftkarte, Hinweis auf das Sternzeichen Löwe. Mit der Kraft bist du aufgerufen, für dich selber einzustehen, möglicherweise dich auch mal Dingen zu widersetzen, Widerstandskraft zu leisten. Allgemein könnte hier aber auch etwas im Außen dir Kraft schenken. Und da haben wir den Herren. Also möglicherweise könntest du mit dem Herren, ich ziehe mal ein, zwei Botschaften, das Herz, also du könntest dieser Person sehr nahe stehen und der Reiter steht auch unter anderem für Flexibilität, aber auch Interessenvielfalt und das Haus, Zuhause. Also hier bekomme ich tatsächlich rein, dass ich innerhalb einer Beziehung in deinem Privatleben, ob platonisch oder romantisch, das sei für dich selber erstmal entschieden, hier etwas verändern und wandeln darf. Ne? Hier darf Flexibilität, hier darf Bewegung reinkommen und diese Bewegung schenkt dir Kraft, schenkt dir neuen Mut und neue Power. Freitag sind wir ja schon, da haben wir die 7 der Stäbe und die 7 der Stäbe ist ist immer so ein bisschen so eine Unabhängigkeitserklärung
Wovon machst du dich denn unabhängig? Oh, mit den Ruten. Das könnte für Streit und Konflikte sorgen. Es gilt hier für dich, mit den 7 der Stäbe etwas zu verteidigen. Ne? Mit den 6 der Stäben zuvor hatten wir den Erfolg und mit den 7 der Stäben gehst du nun in den Verteidigungsmodus. Ne? Du musst dich behaupten, möglicherweise hier einen Konflikt ausstehen. Hintergrund des Konfliktes haben wir die Mäuse, den Ring und die Schlange. Aha. Also es könnte hier eine vertragliche Angelegenheit sein, also wirklich eher der professionelle Bereich. Möglicherweise hast du Geschäftspartner und aus einem Mangel heraus, der für die Mäuse steht, gibt es hier, gibt es in einer Vertragsangelegenheit Schwierigkeiten. Möglicherweise möchtest du dich von einem Vertragspartner trennen oder es gibt einfach unterschiedliche Standpunkte, die man in einem Vertrag hat. Die Schlange selber steht eben auch wirklich für die Komplikationen, ne? Könnte für eine dritte Frau oder auch eine dritte Person stehen, die da irgendwie beeinflusst und manipuliert, ne? Also es könnte zum Beispiel auch sein, dass ja, du mit deinem Geschäftspartner sehr gut dastehst oder mit diesem Menschen, wo es ihr diesen Konflikt gibt, aber der wird immer angestachelt durch die Schlange im Hintergrund. Okay. Am Samstag haben wir den König der Kelche. Das ist der König der Gefühle, also das passende, das Pendant quasi zur Königin, die du am Dienstag liegen hast. Mit dem König der Kelche kriege ich den Hinweis auf Skorpion, Fisch und Krebs. Ja, und der König der Kelche steht eben für Gefühlsintensivierung, für Gefühle, die gelebt werden dürfen. Könnte aber auch jemand sein, der dich diesbezüglich unterstützt. Das ist der Hund, der steht für Loyalität. Also ein König der Kelche kann auch direkt in deinem Umfeld sein, ein guter Freund, eine Person, die dir gegenüber sehr loyal ist, du ihr aber auch. Aber wir haben auch das Kreuz. Es könnte in dieser Beziehung Spannung, Belastung gegeben haben, die nun mit der Energie vom König der Kelche aufgelöst werden dürfen. Ne? Das Ganze waren hier Lernaufgaben, an denen du wachsen darfst. Ne? Ich sage nur der Hierophant. Aber das Ganze wird jetzt hier basierend auf dieser Freundschaft oder dieser Partnerschaft, die auf viel Loyalität aufgebaut ist und Vertrauen, darf nun geheilt werden, weil der König der Kelche bringt Heilung. Der bringt Ordnung in unsere Gefühlswelt. Am Sonntag haben wir den Page der Stäbe. Der Page der Stäbe animiert dich, aktiv zu werden, animiert dich in irgendeiner Weise, etwas in Bewegung zu bringen. Da haben wir den Mond. Der Mond steht im professionellen Bereich oft für die Anerkennung, allerdings auch für die Anziehungskraft. Das heißt, du sollst hier deiner Vision, deiner Anziehungskraft auf der einen Seite folgen, sagt der Page. Da sind ein paar Kärtchen zur Hintergrundinfo gefallen. Auf der anderen Seite geht es eben auch darum zu schauen, wo kannst du deinem, Thema Anerkennung, da versuche ich gerade mal einen Satz mir draus zu bilden, dass da irgendwie gerade Sinn ergibt. Ich habe so viele Gedanken gerade in meinem Kopf und das ist manchmal etwas überfordernd. Also bei dem Thema Anerkennung und dem Pagen der Stäbe geht es eben auch darum, dass man frischen Wind reinbringt in seine Projekte, in sein Leben, ne, dass man irgendwie aktiv wird, seine Komfortzone verlässt und das Ganze dient eben dem Ziel der Anerkennung, ne, dem beruflichen Erfolg zum Beispiel. Hintergrund ist der Fuchs, die Mäuse, das Buch und die Schlange. Der Fuchs, ne, auch so ein bisschen cleveres Vorgehen, die Mäuse, die Ängste, etwas, was an uns nagt. Ne, das könnte das Nagen sein, hier deine Komfortzone zu verlassen. Das Buch ist Wissen, über welches du noch nicht verfügst. Wissen, welches du selber verschweigst. Und es ist schon wieder die Schlange gefallen. Also ihr seid hier irgendwie mit einer dritten Person, mit einer Person verstrickt. Es gibt hier Verstrickungen, aus denen ihr euch diese Woche tatsächlich lösen dürft, auch lösen solltet. Sage ich euch ganz klar, wie es ist. Na, also hier geht es wirklich darum, auch einem Gefühl nochmal Aufmerksamkeit zu schenken und dann aber daraus auch wachsen zu können, ne, alte Glaubenssätze hier aufzulösen und heilen zu dürfen. Wow, lieber Wassermann, was für Energien. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne in den Kommentaren auch neue Legeideen, ne, wenn du mal so Impulse hast für mich, nehme ich immer dankbar an. In diesem Sinne, wenn dir die Legung gefallen hat, lass es mich wissen. Lass mir gerne, gefällt mir da, auch wenn du magst, ein Abo. Und wenn du diese Art von Legung auch gerne mal persönlich haben möchtest, lade ich dich ein, meine Website zu besuchen. Da kannst du Legungen buchen. Da schaue ich ganz individuell auf deine Person, beziehungsweise sowohl auf deine Person wie auch auf deine Situation, je nachdem.
schauen wir einfach mal, was dich so bewegt, was es da für Tendenzen gibt. Und bis dahin bedanke ich mich für dein Sein hier auf meinem Kanal und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüssi.